Thomas Bahr, der ist technischer Geschäftsführer von Hansewerk Natur. Und Karl Richter, Vice President Product Management und Marketing von Inyo Jenbacher. Moin aus Hamburg. Grüß Gott. Wir stehen oben auf dem Parkhausdeck. Unter uns ist das Blockheizkraftwerk, das Sie jetzt gerade sehen. Wir haben 30 Übergabestationen. Wir haben hier einen Wirkungsgrad in der Anlage von 93%, sowohl im Erdgas- wie auch im Wasserstoffbetrieb. Und das BRKW wurde von uns aus dem reinen Erdgasbetrieb umgerüstet vor Ort, um dort jetzt alle Mischbetriebe zwischen Erdgas und Wasserstoff bis hin zu 100% Wasserstoffbetrieb fahrbar zu machen. Wann haben Sie damit angefangen? Mit der Idee vor 3 Jahren. Wir als Hansewerk Natur haben bereits nur noch 1/3 Erdgasmotoren. Alle anderen Motoren in unserem Bereich fahren schon mit Biogas oder Biomethan. Und so ist Wasserstoff ein weiterer Baustein, um weiter in der Energiewende und in der Klimaneutralität voranzukommen. Und dann haben wir den richtigen Partner gesucht. Damit haben wir Inyo Jenbacher gefunden und haben dann ein bestehendes Blockheizkraftwerk umgebaut auf diese Zweigas-Technologie, sodass wir heute entweder Erdgas oder Wasserstoff fahren können. Es war uns ganz wichtig zu zeigen, dass es eben sehr unproblematisch und einfach möglich ist, eine bestehende Erdgasanlage auf 100% Wasserstoff umzurüsten. Die Herausforderungen heute liegen aber aus meiner Sicht weniger bei der Umrüstung des Blockheizkraftwerkes selbst. Die Herausforderungen liegen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb mit Wasserstoff und dann vor allem auch an der Versorgung mit Wasserstoff. Was fehlt, ist Planungssicherheit. Wenn wir heute in solche Überlegungen reingehen, können wir auf Wasserstoffbasis sowas nicht wirtschaftlich alleine darstellen. Deswegen war es uns auch wichtig, hier diese Botschaft zu senden. Lass uns weitermachen, heute im Erdgas, was später leicht umrüstbar ist auf grüne Brennstoffe.